Mann, ich bin da und du bist mit dabei. Herzlich willkommen zu Minecraft Castle. Leute, in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dem Hausbau beginnen. Ich habe ja gestern im Stream schon damit begonnen, allerdings, es ist ein bisschen eskaliert im Stream. Plötzlich konnte ich nichts mehr sehen und ich hatte eine schwarze Maske auf. Und Leute, wer den Stream gestern verpasst hat, sollte ihn sich unbedingt reinziehen. Wer ihn nicht verpasst hat, der kann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dabei wart. Wird mich mal brennend interessieren, wer mit am Start war. Baloo hat hier mit dem Hausbau begonnen. Ich baue da hinten so ein längliches Haus. Ne? Lang ist immer gut. Ne? So irgendwie in etwa. Ne? Ich weiß noch nicht, wie genau. Vielleicht im Stile von Baloos Haus. Ich sehe ja gerade, Baloo hat das dunkle Holz benutzt. Was wäre, wenn ich auch dunkles Holz benutze, damit es auch hier zum Dings mit dazu gehört. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht. Das heißt, ich gehe jetzt mal hin und hole mal kurz meine Axt hier. Wupp. Meine Axt. Ich habe doch bestimmt eine Axt irgendwo in der Kiste gelegt. Wo ist die denn? Ich habe... Oh Mann, ich habe doch garantiert eine Axt gehabt. Bin mir sicher. Egal, nimm mal hier das da. Verdammte Axt. Ne? So, zack, 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 zack. So. Will jetzt endlich mal mit dem Hausbau beginnen. So, essen wir nochmal. So, lecker. So. Okay, also ich möchte hier gerne mein Haus hinzimmern, sodass man hier oben runterkommt. Dann hier wird das Ganze noch begradigt und der Weg runter zu den Farmen geht hier dran vorbei. Aber hier entsteht schon die Fassade von meinem Haus. Na? Und ich glaube, ich baue es auch tatsächlich so aus dem Holz, weil Baloo hat halt gesagt, ja, das Holz benutzt er jetzt mal. Das heißt, dann benutze ich das Holz jetzt auch mal, habe ich jetzt einfach mal beschlossen. So. Hab das Ganze hier aufgeschüttet. Und ja, so, essen. Und dann ballern wir das hier einfach mal direkt weg. So, und so, und so. Und dann bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Habt ihr irgendwelche Designideen? Wie hoch soll das Haus werden? Wie soll das alles passen? Ich mach mal es jetzt so 3 hoch erstmal, sodass wir uns ein Bild davon machen können. So. 1, 2, 3. Und da bin ich dafür. Also die Wände will ich sowieso noch anpassen. Also das hier logischerweise alles. Von daher muss ich jetzt mal gucken, wie genau ich das mache. Und welchen Stein ich verwende. So. Aber ich habe mir halt gedacht, so ein Haus am Berg so ein bisschen. Direkt auch am Tor. Würde gut passen. So. Oh nee. Warum hat denn das jetzt geleckt? Ich konnte jetzt gerade hier schlecht abbauen. 1, 2, 3, zack. Und dann hier noch. Hä? Warum leckt es denn? Wer ist schuld daran, dass es leckt? Baloo kann es nicht sein. Der ist nicht da. So. So. Das nächste noch hier. Zack. Und hopp, hopp, hopp. Und da hinten im Eck noch. Und zack, zack, zack. Wobei, das hier kann ich mir eigentlich sparen. Das sieht man am Ende ja nicht. So. Welchen Stein soll ich verwenden, Leute? Da brauche ich jetzt erstmal Hilfe noch in den Kommentaren. Für Wände, für die Wand. Welches soll ich da am besten? Am besten eigentlich die hier, die White Bricks, oder? Gucken wir mal hier. White Bricks sieht am besten aus, finde ich, so für Stein. Also Eingang würde ich gerne dann hier bauen. So, und so. Wobei ich auch am Überlegen bin, eine Fassade. Es ist so eine... Wie nennt sich das? Den Rand hier unten, einen Sockel zu machen, so. Und den aus anderem Stein, vielleicht sogar aus Diorite. Mal gucken, ob es da eine coole Textur gibt für Diorit. Ein Diorit-Sockel, ein weißer Sockel auf diese Steine. Leute, müsst ihr mir jetzt mal unbedingt schreiben, ob das denn gut aussieht. Ich weiß ja nicht, aber das hat was. Wenn wir das so bauen, dann, ich weiß noch nicht. So Diorit, hier so einmal außenrum. So, guck mal. Das so. Oh, das wird toll. Die Fenster mache ich im Nachhinein rein. Ich brauche jetzt erstmal noch Koppel und Diorite. Und das finde ich bei Baloos Mine auf jeden Fall. So, hier brauchen wir dann auch nochmal einen extra Weg nach oben. So. Und dann sollte ich mal gucken. Ah, stimmt. Warte mal, die Quarry habe ich umgestellt, Leute.
Nein, warum ist die... Ah, da, alles da drin. Oh Gott, ich dachte schon, warum ist das jetzt leer? So, alles gut, Leute. Alles gut. Baloo hat alles im Griff. Aber ich habe nicht alles im Griff, weil die Quarry... Leute, ich habe die Quarry viel zu groß gebaut und keinen Hopper hingepackt. Oh, das sollte ich dann nachher auf jeden Fall nochmal nachgucken, dass das überläuft oder dass da nichts passiert. Was passiert, wenn die Kisten voll sind? Oh Gott. Naja, egal. So, gehen wir erstmal hin und ballern erstmal das da. Und dann ballern wir noch hier die da auf jeden Fall. So. Okay, es sollte auf jeden Fall klar gehen. Hier einmal außen rum. Fenstern baller ich später rein. So. Und zack, 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 zack. Und zack, zack. So. Denke mal, ja, Fenster kommen später rein. Ich weiß nur nicht, wie ich das Dach machen soll, Leute. Das Dach wird eine harte Angelegenheit. Hier mache ich keinen Sockel rein an die Seite hier. Sockel ist nur auf der anderen Seite. So, so, so. Tun wir das mal befestigen. So, ich denke, der Raum hier reicht auch von der Breite her. Muss nicht mega groß sein. Hier kommen logischerweise keine Fenster hin. Warum ich da Holz hingemacht habe, weiß ich auch nicht. Aber lassen wir mal so. Bei den am Berg mache ich keinen Sockel hin, wie gesagt schon. Aber hier können wir den Sockel weitermachen, dass es nach außen halt einfach gut aussieht. So. Einmal hier außen rum. Wird ein fettes Haus, so wie es aussieht. So, so, so. So ein Eckhaus. Ich glaube, dann mache ich aber auch nur eine Etage. Aber das müsst ihr mir jetzt mal schreiben. Eine Etage oder zwei Etagen? Weil dann muss ich mir noch überlegen, wie ich das Dach machen möchte. Das sollte aber irgendwie so klappen. In der Art. Wie ich mir das vorstelle. Oder irgendwie doch nicht. Ich habe gerade bin gerade ein bisschen überfordert. Wartet mal. Ah, Mist, das reicht gerade mal für eins noch, oder? Ja, wow. Für nicht viel. So. Zack, 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 zack. So. Jetzt ist halt die Frage, wie mache ich das Dach am besten dann? Also Eingang, da kommen noch Fenster rein, logischerweise. Hier ist, oh, ups, so, ein Fenster reicht hier. Und hier ein Doppelfenster reicht vollkommen aus. So. Ich mache mir ein kleines Häuschen. Eins, was vollkommen reicht, vom Ding her. Wo einfach jetzt dann hier so ein Dach drauf kommt. Bin jetzt nur am überlegen, ich hätte das Dach dann weiter oben angesetzt. Ich weiß nur nicht, wie ich das am besten baue, das Dach. Mit Slabs vielleicht am besten. Gucken wir mal, ich kann ja hier drauf zugreifen, ne, auf das da. Dann machen wir mal hier solche Slabs. Warte mal, einfach nur Slabs. Mal gucken, was bei rumkommt, wenn ich das jetzt so mache. So, so, so. Und da drüben machen wir das Ganze erstmal noch so, 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 so. Noch, dass es überhängend ist. So, so, so. Oh, ich glaube, das wird gut. Ich glaube, überhängend sieht es auch nicht schlecht aus. So, und zack. So, und zack. Doch, ich glaube, das ist so ganz gut. So, oh ja, ja doch, das, ja, ich weiß ja nicht, so ein kleines Bungalow-Häuschen, mehr will ich da ja auch gar nicht reinstellen, soll ja auch nur mein Zuhause werden für, ja, für die Burg, so, ne, ich denke, ich weiß ja nicht, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, das lassen wir mal so, machen jetzt einfach mal hier das drüber, oh, ein schickes kleines Häuschen einfach. So, das machen wir hier mal außen rum. Da will ich auf jeden Fall noch hier das da als Mauern machen, dass man das auf jeden Fall erkennt, dass da noch Mauern sind. So, ups. Zack, ich brauche die Steine. Was heißt die Steine? Ich brauche die Blöcke. So. Dann machen wir das hier nämlich einmal außen rum. Dann passt es alles hier perfekt. Hier so ums Eck, ne? So. Doch, Leute, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Doch. Also, da kann jetzt keiner was sagen. Gefällt mir. So. So, dann hier wieder 1, 2, ah ne, warte, so, dann muss das hier noch weg, so, und das hier hin, nein, 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 muss nicht weg, das hätte bleiben müssen, so, und zack, und dann wird das hier rumgelegt, ja, okay, Meinungen ab dazu in die Kommentare, ich finde spitze, dieses Dach.
ein kleines, gemütliches Häuschen. Nicht zu groß und auch nicht zu klein. Es ist ein Eckhäuschen, was ein bisschen so um die Ecke geht. Aber gut, da konnte ich mir noch dann schön einrichten auf jeden Fall. So, und jetzt brauchen wir wieder genau das da. Und dann machen wir wieder das da. Zack, perfekt. Ich glaube, damit kann ich leben. Muss nur noch nach oben. Ich will oben aufs Dach gehen. Da kann ich besser mitbauen. Und dann können wir hier auch noch gucken, dass wir richtige Stufen haben. So. Zack, 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 zack. Und dann, ja gut, muss ich hier theoretisch die Fassade dann weiterbauen. So. Und dann geht es hier nochmal ums Eck. Aber das kriegen wir hin. So und so. Ne? Oh, hat die Spinne mich da gesehen? So, ich hoffe nicht. Weil auf die habe ich gerade keine Lust. So. Ein kleiner, wirklich, ist das so ein klitzekleiner Bungalow, ist das dann? So, und so, und so, 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 so. Okay, gut. Ja, das, damit kann ich leben. Gehen wir mal hier an die Seite und gucken mal von der Sicht hier drauf. Warte mal, ich will kurz da hoch. So, lass mich mal da hoch. So. Hm, ja. Nur muss jetzt hier noch an die Seite hier dran. Zack, zack, zack und zack. Perfekt. Die Spinne hier erledigen wir logischerweise noch. Wow, aua. Noch eine. Hallo? Hallo. So, nice. Okay. Ich denke, damit kann ich leben. Wenn ich das so mache. Dann machen wir das hier einfach mal so noch. Na, das ist... Ja. Doch, und dann kommt hier einfach Fenster rein. Und man setzt mal hier schon mal ein paar Fackeln. Ich denke, somit kann man leben. Denke ich jetzt. Ich glaube, das wird gut so. Ach, noch eine Spinne! Oh mein Gott! Bei Louis Bauernhof ist eher eine Spinnenfarm hier. So, leuchten wir mal aus. Mensch. Und dann setze ich, glaube ich, hier noch das Ganze auf Mauern. Ich glaube, mit Mauern kann man hier viel arbeiten. Und hier dann einen ordentlichen Weg hin. Was hat ein Balui dafür Weg genommen? Was sind das hier? Das sind auch... Oh, Mist! Diese White Bricks sind meine Fassade. Ah, das ist doof. Dann werde ich hier einen anderen Wegstein nehmen. Ah, Mann... Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich mache mir mal nochmal so ein Chisel. Warte mal, habe ich irgendwo noch das da? So brauche ich. So. Einmal noch ein Chisel bitte. Zack, zack, zack. Und dann können wir nämlich nochmal. Ups, die Hervatscher hier. Zack, ja, so. Was ist denn cooler Roadstone für die Straße? Twisted Tiles, Small Bricks, Cuts. Da, Road! Leute, es gibt doch extra einen Roadstone. Mensch, warum hat Balui den Roadstone nicht genommen? Guck mal, dann kann man hier das am besten so machen, dass man hier Roadstone hinsetzt. Oder? Guck mal, Roadstone. Er heißt ja auch, weißt du, das Ding heißt auch Road. Mensch, Balui hier. Mann. Das heißt doch Road. Also mach damit auch eine Road. So. So. Ich mache hier an der Stelle Roadstone. Das unten ist okay. Aber ich will halt nicht, dass die Straße aus meinem, also aus der Fassade von meinem Haus besteht. Ne? So. Also nimmt dann alles hier schon richtig Form an, finde ich. So. 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 Okay. Doch. Damit bin ich jetzt zufrieden, wenn wir das so machen. Oh ja, Leute, also da werde ich mich demnächst auch richtig reinfuchsen, so in der Stadtplanung, so ein bisschen. So, dass hier dann alles schöner angelegt wird, wenn mein Häuschen so ein bisschen steht. Weißt du, ich bin damit so, ja, zufrieden. Warte mal, hier machen wir nochmal die White Bricks, das sind die hier. Und damit kann ich hier an der Seite auf jeden Fall das machen.
Das hier würde ich tatsächlich, habe ich denn noch Erde? Guck mal, das Häuschen würde ich so unten stehen lassen. Und dieses Ding hier auf diese Ebene noch abgraben. Warte mal, so. 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 Und dass wir das auffüllen hier. Ups, so. Also es wird aufgefüllt. Ups. So, so. Alter. So, bis hier hin. Ja doch, das wird aufgefüllt. Dann haben wir hier oben einen Platz. Dort oben an diesem Platz können wir dann theoretisch noch ein Wächterhäuschen hinbauen. Ja, Leute, ich muss sagen, ich habe gerade so ein richtiges Stadtbild vor Augen. Ich habe da eine Idee. Ob sie gut wird, weiß ich nicht. Aber da müsst ihr mir auch helfen in den Kommentaren, denke ich. Also da habt ihr auch genug Ahnung. So, und dann gehe ich noch runter zur Quarry. Moment. Wop, wop, wop. So. Hier längs und da runter. Und ja, da unten ist ein bisschen was schief gegangen, weil ich einfach ein bisschen da... Ja, ja, ihr wisst Bescheid. Kann vorkommen. Kann vorkommen. Muss aber nicht vorkommen, ne? So. Ja, 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 leider Gottes. So, komm. Okay, wie sieht's aus? Das Ding ist überladen, aber macht nichts. Ich werfe jetzt einfach mal das da weg und mach das da rein. Oha, instant eingesammelt. Was ist das da? Weg mit, weg mit. Oha, gräbt direkt weiter. Das ist perfekt. So, ist... Guck mal. Oh, aber wie schnell das leer geht, Alter. Ja, das ist halt irgendwie das Doofe, was ich damit angefangen habe. Muss sagen, also es funktioniert mit der Holzkohlebrennerei, ne? Das mache ich ja gerne, sowas hier. Das sammelt sich das alles hier drin. Und ihr seht schon, das Ding hier ist mittlerweile auf einem Level, so in etwa. Und ja, da muss ich noch gucken, mache ich das besser mit Wasserkraft? Und Leute, schreibt es mir einfach in die Kommentare, wie mache ich das am besten, dass ich hier einen guten Ertrag rauskriege. Ich will hier nämlich ein dickes, fettes Loch buddeln. Da habe ich nämlich ultra Bock drauf, muss ich sagen. Bin ich ehrlich. Habe ich ultra Bock drauf, so ein fettes Ding hier hinzuzimmern. Und bis zum Bedrock dann runterzugraben. Ich glaube, das wäre witzig. Aber ja. So, okay, jetzt kann ich zugreifen. Gut. Dann habe ich jetzt auch hier wieder Erde, um oben aufzufüllen. Ich habe mich gerade versprochen. Irgendwas wollte ich sagen. Was kam raus? Lol. Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Bis dann und tschüss.